Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 54. Lesung des wundervollen Buches aus dem Jahre 1853 ins Deutsche übersetzt von James Aitken Wiley, das Doppelgesicht des Papsttums mit einem unaussprechlich langen Titel, das wissen wir inzwischen, deswegen spreche ich ihn auch nicht aus, der Kurztitel sagt genug. Wir sind in der 54. Lesung, ihr wisst auch inzwischen, worum es geht. Wir sind immer noch in dem Kapitel vom letzten Mal drin beschäftigt, wo wir uns damit beschäftigen, wie das so schön heißt, ich habe heute so viel gelesen, ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Einfluss des Papismus auf die Staaten heißt der Teil, den wir im Augenblick lesen. Aber bevor wir da heute weiterlesen, werden wir uns erstmal wieder ein Lied von Alexander anhören, der uns wieder was ganz Hübsches, Kleines geschickt hat. Und ich habe da ein ganz hübsches, kleines Video von gemacht. Und das soll uns in die richtige Stimmung versetzen, sich mal gute Musik anzuhören, die den Geist wirklich erfreuen kann, bevor wir uns in diese Lesung begeben und uns wieder mit dem Papsttum beschäftigen müssen, das sonst ja ziemlich genau jeden Moment unseres Lebens hier auf dieser Erde im Fleisch bestimmt. Also, den Film für Alexander dann bitte mal ab. Und Herr, wer sind wir, dass du dich so um uns bemühst? Mit leeren Händen stehen wir vor dir. Deinen eigenen Sohn hast du als Opfer hingegeben und hast uns mit deinem Geist beschenkt. Du hast mich gern, du sorgst für mich. Du nimmst mich an, so wie ich bin. In deiner Nähe finde ich Geborgenheit. Da kommt meine Seele zur Ruhe. Und Herr, wer sind wir, dass du dich so um uns bemühst? Mit leeren Händen stehen wir vor dir. Deinen eigenen Sohn hast du als Opfer hingegeben und hast uns mit deinem Geist beschenkt. Du hast mich gern, du sorgst für mich, du nimmst mich an, so wie ich bin. In deiner Nähe finde ich Geborgenheit, da kommt meine Seele zur Ruhe. Da kommt meine Seele zur Ruhe. Ja, ein wunderschönes Lied, das Alexander uns hier geschickt hat. Jetzt gehen wir ohne weitere Unterbrechung direkt in das Kapitel rein, das so ziemlich zum Abschluss des Buches bereits ist, wie ihr seht. Wir haben noch knapp 80 Seiten vor uns. Einfluss des Papismus auf die Staaten, wo wir ja bereits letztes Mal drin gelesen hatten. Was wir jetzt machen, ist nochmal kurz eine Wiederholung. Die nächste Seite ungefähr hatten wir letztes Mal schon fast ganz gelesen. Da gehe ich nochmal kurz rein, dass wir in das Thema ein bisschen besser reinkommen. Man kann nicht einfach den Absatz, wo man letztes Mal aufgehört hat, jetzt ohne Einleitung fortfahren. Deswegen gehe ich immer nochmal gerne ein bisschen zurück, dass wir in das Thema uns kurz einlesen können. Der Autor sagt hier, war das Papsttum in einer Hinsicht die zentralisierteste aller Gewaltherrschaften, so war es doch andererseits auch die am weitesten verzweigte. Von den sieben Hügeln aus ward die Welt mit einer Menge Unterpapsttümer beglückt, das nennt man die Bischoftümer. Das heißt, die Vermischung derselben Regimente wiederholte sich unter päpstlicher Autorität mit allen anderen Staaten und ließ der Freiheit nicht einen Zoll breit Raum. Jeder Regierende, vom Monarchen bis zum letzten kleinen Beamten, war, Kraft der Theorie,
dass die Könige dem Papst allein, wie dieser Gott allein verantwortlich seien, ein Glied des Papsttums. Und jeder hatte seine Stelle und sein Amt in dieser furchtbaren Organisation nur zur Unterdrückung der Welt und zur Förderung des Glanzes der dreifachen Krone. Wie sehr durch diese unheilige Verbindung von Staat und Kirche die Religion geschändet, zur Beschönigung der ärgsten Verbrechen und hochmütigsten Anmaßungen gemissbraucht worden, brauchen wir nicht weiter auseinanderzusetzen. Virgils Worte aus dem Aeneid sagen uns hier genug. Ja, das ist schon eine gute Beschreibung dieser grauenvollen Kirchenpolitik. Was schreibt Virgil in seinem Aeneid hier? Wie mit dem Gipfel ersteigt in die himmlischen Lüfte, ebenso senket sein Fuß sich tief in des Tartarus Gründe. Nun, ich hatte letztes Mal gesagt, dass der Aeneid von Virgil wichtig ist als Basis des heidnischen römischen Reiches. Das war aufgebaut auf zwei Schriften, nämlich auf Virgils Aeneid, der ja damals aus Troja rübergeflohen war nach Rom und eben die Gründung von Rom mit verantwortlich ist. Und auf die zweite Gründung bin ich nicht gekommen, deswegen habe ich mir das heute nochmal nachgeschaut. Das sind die Sibyllinischen Bücher. Ich habe da auch einen Link hier aus Wikipedia mit reingemacht, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Auf diese Sibyllinischen Bücher bin ich halt letzte Woche nicht gekommen. Das ist also neben Virgils Werk als Pfeiler für das Aufbauen von Rom damals gewesen. Die wahre Religion hatte in dieser entsetzlichen Mischung geistiger und weltlicher Gewalt, die keine Komposition, keine Kombination mehr, sondern eine Konspiration, also Verschwörung, der schlimmsten Elemente, um Gott zu trotzen und die Welt zu zerstören, genannt werden muss, keinen Raum. Floh darum erschrocken in die Höhen der Erde, in die Höhlen der Erde und suchte unter dem ewigen Schnee und unzugänglichen Klippen eine Zufluchtsstätte. Die praktischen Folgen dieser heillosen Theorie konnten natürlich nicht ausbleiben. Und jahrhundertelang hat Europa in allen seinen Staaten die Missbräuche des papistischen Regiments schwer empfinden müssen. Wohl wissend, dass jeder Strahl Licht seine Herrschaft gefährdete, ward das Papsttum im Instinkte der Selbsterhaltung der große Konservator der Unwissenheit, der unversöhnliche Todfeind der Wissenschaft. Es werde Licht, lautete der Schöpfers. Es werde Finsternis, des Papismus erstes Gebot. Und es ward finster. Zuerst wurden die großen Lichter der Offenbarung, und da sprechen wir hier von der Bibel, das ist das Alte und Neue Testament, zuerst wurden diese großen Lichter der Offenbarung von Gott zur Erhaltung der Frömmigkeit und Freiheit der Erde geschenkt, ausgelöscht, weil im dunklen Zeitalter zur harten Regierung Roms auf dieser Erde gab es die Bibel für den normalen sterblichen Menschen nicht. Es gab kein Licht, es gab die Finsternis und es gab die Lichter der Offenbarung, die Gott uns gegeben und geschenkt hat, nicht mehr, weil der Papst hat sie uns weggenommen. Danach die klassische Gelehrsamkeit entmutigt und in Missachtung gebracht, worauf Geschichte, Politik und Philosophie dasselbe Los teilten. Sie wurden für Wölfe erklärt, auf welche der römische Jäger fahndete. Die Künste waren zwar beibehalten, aber in den Dienst des Aberglaubens gebracht, schönen gefangenen Jungfrauen ähnlich, welche dem Siegeswagen eines Triumphators folgen mussten. Nun, die Künste in den Dienst des Aberglaubens gebracht. Hier habe ich einen kleinen Kommentar zu geschrieben, wo vielleicht Michael auch noch ein paar Worte zu sagen möchte. Denn wir haben zwei Sendungen gemacht und deswegen der Kommentar von mir. Man sehe diese Videos und versteht den Unterschied zwischen weltlicher, also satanischer Kunst und biblischer Kunst. Die Videos heißen Satanismus und Kunst und noch mehr Satanismus und Kunst und handeln unter anderem von der Frau Abramowitsch und anderen Dingen und anderen künstlichen Dingen. Und vielleicht möchte Michael uns da noch ein paar Gedanken zu sagen, wenn er da eben Zeit und Interesse zu hat. Michael? Nee. Aber wir müssen verstehen, dass eben solche Sachen wie Kunst schöne Dinge sind, gute Dinge sind, auch die Menschen erfreuen können.
aber hier in dieser Welt oftmals eben leider missbraucht werden und dann eben satanische Künste daraus hervorkommen. Und das ist genau das, was wir in diesen zwei Videos Satanismus und Kunst besprochen haben. Die Links lasse ich hier drin stehen. Also wenn ihr euch das Buch hier im Internet runterladet, dann werdet ihr die Links alle hier mit bei haben. Das ist also die Version des Buches, die ich hochlade auf meine Archive-Bibliothek, hat all diese Links damit bei und da könnt ihr dann die Videos euch anschauen und dann versteht ihr vielleicht, was der Autor hier sagt. Die Künste wurden zwar beibehalten, aber in den Dienst des Aberglaubens gebracht. Schönen, gefangenen Jungfrauen ähnlich, welche dem Siegeswagen eines Triumphators folgen mussten. Das erinnert mich so an die Szene aus Star Wars mit Prinzessin Leia, die Gefangene ist von Jabba the Hutt da. Das ist ungefähr dasselbe, was James Edgar Wiley hier 1850 sagt. Ein neues Barbarentum ward über die Welt gebracht. Italien sogar seiner Wissenschaft beraubt. Der Papismus, dem Paganismus Roms und Griechenland, sonst so ähnlich, tat hierin das Gegenteil. Die glänzendsten Entdeckungen auf dem Gebiete der Wissenschaft wurden geächtet, ihre Urheber mit Fluch und Kerker belohnt. Wäre es nach des Papsttums Willen gegangen, so hätte noch kein Kiel das Atlantische Meer durchschnitten und Amerikas Küsten ruhten noch in geheimnisvollem Dunkel. Nun, das ist ein langer Satz, deswegen muss ich den hier direkt mit einem Kommentar unterbrechen. Wäre es nach des Papsttums Willen gegangen, hätte noch kein Kiel das Atlantische Meer durchschnitten und Amerikas Küsten ruhten noch in geheimnisvollem Dunkel. Was kann man denn dazu als Kommentar geben? Ja, das Folgende. Ich bestreite das hier zutiefst, was James Edgar Wiley sagt. Denn Kolumbus wurde gesendet, für den Antichristen neues Land zu erobern. Und genau das hat er getan. Amerika wurde nicht entdeckt, wie uns immer gelehrt wird. Es wurde des Teufels Zwecken zugeführt in genau der bestimmten Zeit. Der Vatikan wusste, als Kolumbus auszog, dass Amerika da ist, wo es ist. Der Teufel kennt die Bibel und die Welt besser als wir. Der wusste, dass in den Zeiten von Peleg, wie wir im Alten Testament lesen nach der Flut, wo die Welt verteilt wurde, dass es noch ein Gebiet gab, das die Europäer bis jetzt noch nicht kannten. Also diese Fabel, die sie euch erzählen in der Schule, oh, Kolumbus, der hat das finanziert bekommen von König Philipp und Königin Isabella und hat dann eine Entdeckungsreise gemacht mit drei Schiffen über den Ozean, um einen westlichen Seeweg nach Indien zu finden. Das müsst ihr glauben, liebe Kinder, das ist nämlich so eine tolle Geschichte. Da ist leider überhaupt nichts von wahr. Kein König und keine Königin würde Tausende von Gulden oder Talern oder welche Währung die auch immer hatten, also sehr viel Geld gegen anwerfen, um drei Schiffe mit Mann und Material auszustatten, um die auf eine ungewisse Reise irgendwo in die See zu schicken. Da können sie das Geld ja genauso gut das Klo runterspülen. Ja? Das machen die nicht. Das war ein, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, abgekartetes Spiel. Kolumbus war ein Mann, der ausgewählt wurde, diese Expedition zu leiten, das keine Expedition war, sondern einfach nur eine Reise. Es war keine Reise ins Ungewisse, man wusste ganz genau, wo es hinging. Und Kolumbus hat direkt das Land dem Papst dort gewidmet. Da gibt es übrigens auch um den Zeitraum der 1490er Jahre eine bestimmte päpstliche Bulle, da sind wir, glaube ich, in Herrscher des Bösen nochmal drauf eingegangen, die dafür sorgt, dass eben genau diese Ländereien alle dem Papst unterworfen werden. Und Amerika wurde genau zu dem Zeitpunkt entdeckt, wo es nötig war, dass Amerika heute das ist, was es ist, weil es all die Jahre gebraucht hat, um heute zu werden, was es geworden ist. Dazu braucht es den Anfang genau zu der Zeit. Es gibt keine Zufälle, es ist alles göttliche Vorsehung. Und der Vatikan wusste ganz genau, dass dort ein Kontinent liegt und dass aus diesem Kontinent etwas zu machen ist. Dass da zwar erst Menschen hinzogen, die hier in Europa verfolgt wurden, also Hugenotten, Calvinisten, Lutheraner und andere Protestanten, da wollen wir gar nicht drüber diskutieren, das streiten wir auch gar nicht ab. Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten, dieser Kolonien, war in den ersten Jahren, sogar in den ersten Jahrhunderten, rein protestantisch. Da will ich
da beißt die Maus keinen Faden ab. Zur Zeit, als Amerika aus den Kolonien ein eigenes Land wurde, 1776, gab es weniger als 2% Katholiken in dem Land. Ja? Da muss man sich halt von bewusst von sein. Das ist nun mal so. Das war überwiegend protestantisch, was die Bevölkerung angeht. Dass man dann dieser Bevölkerung eine Regierung übergestülpt hat, die nicht protestantisch ist, das ist dann wieder eine andere Sache. Da müsst ihr andere Bücher für lesen. Das wollen wir hier jetzt nicht besprechen. Aber ich kann dem Satz von James Atkin Wiley hier nicht zustimmen, wenn er sagt, es wäre ohne des Papsttums Willen noch kein Kiel das Atlantische Meer, hätte noch kein Kiel das Atlantische Meer durchschnitten. Ja? Das kann ich einfach nicht so stehen lassen. Das ist nicht richtig. Es war des Papstes Absicht, das zu tun und dieses Land dann sich untertan zu machen und dieses Land von Anfang an zu unterwandern und zu beherrschen. War da eine Meldung? Nee, dachte ich, hätte was gehört. Also, ich hoffe, das ist deutlich genug. Der Autor muss ja auch nicht in jedem Punkt immer recht haben. In dem Punkt sieht er das nicht ganz richtig. Was ich vielleicht auch noch so stehen lassen will, weil vor 170 Jahren aus der Sicht von James Atkin Wiley hätte man das vielleicht noch anders sehen können, als wir das heute in 2020 sehen. Also, ich gebe dem Autoren Vielleicht damit den Vorteil des Zweifels. Bitte? hat er das nur als schlechtes Beispiel gebracht, weil sonst hat das Papsttum ja jegliche Technik und jede wissenschaftliche Errungenschaft gebremst, um nicht zu sagen verhindert. Ja, da Er sprechen wollte wir ja noch wahrscheinlich. von, aber da geht es ja nicht drum. Hier geht es ja darum, dass hier dieses Land entdeckt wurde und dass der Autor meint, dass das gegen des Papsttums Willen gegangen ist. Und da bin ich nicht mit einverstanden. Über die anderen Dinge sprechen wir noch. Das kommt ja noch in den Punkten, die hier kommen. Okay? Es geht mir einfach nur darum, dass er sagt, wäre es nach des Papsttums Willen gegangen, dann hätte man Amerika nicht entdeckt. Und da bin ich nicht mit einverstanden. Es ist gerade aufgrund des Papsttums Willen passiert, dass man Amerika entdeckt hat. Das war eine Expedition des Papsttums, finanziert vom Papsttum. Um Ecken vielleicht, aber von ihm. Das ist der Punkt, den ich deutlich machen will. Und das war vielleicht aus der Sicht der Geschichte im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts vielleicht noch nicht so deutlich, aber das ist ganz sicher deutlich in der Zeit, in der wir heute leben. Wie gesagt, ich will dem Autor da auch gar nicht an den Karren fahren. Ich sage nur, mit dem Satz bin ich absolut nicht einverstanden. Weil wenn wir die Geschichte richtig analysieren, dann wissen wir, dass bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten eben einfach passieren müssen. Die Zeit war reif zu dem Zeitpunkt, um Amerika zu entdecken oder um Amerika zu in Spiel zu bringen, um das zu erobern, um sich dann die Zeit zu nehmen, um es zu erobern und um dort das draus zu machen, was heute davon geworden ist. Wir dürfen ja nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika sehen, wir müssen ja auch Lateinamerika sehen. Wir müssen ja auch die, die Reduktion von Paraguay erkennen, die die Jesuiten dann später gebraucht haben als ihren Spielplatz, um dafür zu sorgen, um dort Dinge zu introduzieren, die sie dann später in der ganzen Welt introduzieren können. Deswegen bin ich hier wirklich mit dem Autoren nicht einer Meinung. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich meine, man kann sich ja mal von dem Autoren unterscheiden. Und man kann ja 170 Jahre, nachdem er sowas geschrieben hat, auch mal sagen von, schau, hier würde ich die Meinung mal überdenken und würde sagen von, ja, das ist zwar passiert, aber es ist ja auch vor der Zeit der Reformation passiert. Und das ist eigentlich der Unterschied mit dem, was jetzt kommt, was wir jetzt noch lesen. Ja? Er sagt hier, wäre es nach des Papsttums Willen gegangen, so hätte noch kein Kiel das Atlantische Meer durchschnitten und Amerikas Küsten wurden noch in ruhten noch im geheimnisvollen Dunkel. Das ist aber passiert vor der Reformation. Amerika wurde entdeckt 1492, also entdeckt zwischen Anführungszeichen bitte. Ja? Die Reformation schlug aber erst los um 1520, also etliche Jahre später. Und die Reformation hat dann später Früchte vorgebracht, über die wir jetzt noch in den nächsten Seiten auch sprechen werden. Vollkommen richtig. Und die wäre es nach des Papsttums Willen gegangen, hätten nie das Licht der Welt erblicken dürfen. Das ist richtig. Aber Amerika brauchte der Papst damals schon. Und das ist der Punkt, den ich hiermit anholen wollte. Das Gesetz der Schwere und des Falles wäre uns noch unbekannt. Da
referiert der James Atkin Wiley auf die Gravitationsgesetze von Newton. Und da bin ich auch nicht ganz mit einverstanden, weil ich meine, dass das nicht unbedingt so ist, wie uns Newton gelehrt hat. Weil Newton war kein Christ, Newton war ein Okkultist. Ja? Und des Himmels Kristallsphäre streitete noch täglich um die Erde als ihren Mittelpunkt. Ja? Also nach dem Motto, wir haben ein geozentrisches System. Und da sind wir, glaube ich, alle, die wir hier versammelt sind, von überzeugt, dass das so ist. Aber da hat die römische Kirche probiert oder damals eine andere Lehre in die Welt gesetzt. Nach den Lehren von Galileo Galilei und Kopernikus und Kepler und anderen Astronomen und Menschen, die sich mit Dingen beschäftigen, wovon die Bibel sagt, da sollen wir uns nicht mit beschäftigen, zumindest nicht auf die Art und Weise mit. Ja? Und noch alle Jahre würden Sonnen- und Mondfinsternisse uns Schrecken einjagen. Das stimmt, heute haben wir da keine Angst mehr von. Damals haben die Leute gedacht, die Welt würde untergehen. Noch heute würden Quidlibets und Quodlibets der Alchemisten und Astrologen uns in Staunen setzen. Noch die Märchen und von den Heiligen unseres Geistes beste Nahrung sein. Quidlibets und Quodlibets sind allgemein veraltetes Wort für ein buntes Durcheinander. Ein buntes Durcheinander von Alchemisten und Astrologen. Nach dem Motto, ich mache aus Blei Gold und was weiß ich noch, was für diese Dinge alles meinten, erfinden zu können. Zum Mitleid würde uns entflammen nicht Jesu Wort vom barmherzigen Samariter, sondern das Märlein von St. Franziskus, der mit dem Bettler seinen Mantel teilte. Gegen Versuchung würde uns nicht der Blick auf Josefs Keuschheit waffnen, sondern St. Dunstans Mut, der dem Teufel, als er in Gestalt eines schönen Weibes ihn versuchte, mit zwei rotglühenden Zangen entgegenging. St. Dunstans habe ich mir da mal rausgesucht, da gibt es auf Wikipedia eine Erklärung über wer dieser St. Dunstan ist. Und dann habe ich aus dem Heiligen Lexikon einen Satz rausgeholt, den ich euch mal eben vorlesen möchte, dass wir wissen, was der hier meint. Ne? Wenn James Edgar Wiley schreibt, dieser St. Dunstan ist mit rot glühenden Zangen dem Teufel entgegengegangen. Da steht im Heiligen Lexikon drüber. Auf Kirchenbildern wird dieser St. Dunstan dargestellt in bischöflicher Kleidung, umgeben von Engeln, weil er eine Vision hatte, in der er himmlischen Gesang hörte, was wohl auch eine Anspielung darauf sein mag, dass der Heilige ein großer Förderer der Kirchenmusik war und selbst die Harfe spielte. Seiner anderweitigen Kunstfertigkeit wegen, besonders in Metallarbeiten, wird er als Patron der Goldschmiede verehrt und man findet bei ihm auch das Attribut der Zange, weil einmal mit einer solchen den Teufel bei der Nase gezwickt haben soll. St. Duncan hat gelebt im 10. Jahrhundert, irgendwann in den 900er Jahren. Das könnt ihr euch aber dann selbst mal raussuchen. Und was hier steht, ist natürlich nichts weiter als römisch-katholische Fabel, wie wir das von ihren Heiligen ja auch gewohnt sind. Ja? Gegen die Furcht vor Gefahr nicht Christus im Schifflein auf dem Galiläischen Meere, sondern St. Dionysius, der mit abgeschlagenem Haupte ein halb Dutzend Meilen weit lief. In der Frömmigkeit würde uns unterweisen, nicht Maria von Bethanien zu des Meisters Füßen, sondern der Esel des heiligen Antonius von Padua, der nach dreitägigem Fasten sein Futter unberührt ließ, aus Verehrung vor der Hostie. Wäre es nach des Papsttums Absicht gegangen, so hätte Milton noch nicht gesungen, Bacco und Locke noch nicht gedacht, so hätte Erasmus, Reuchlin und Buchanan, Newton, Leibniz und all die Riesen der Wissenschaft kein Wort geschrieben, des Dampfes Kraft verflöge noch ungenutzt und die Wunder der Mechanik alle, welche unsere Städte zieren und die Elemente bändigen, ruhten noch in der Zukunft Schoße. Tja, auch da kurz ein Kommentar zu. Hier lesen wir, wie James einige der weltlichen Vorzüge des Reformismus nennt. Ohne die Reformation
Nein, ich sage, ohne den Protestantismus wäre die Welt in der Dunkelheit der 1000 Jahre zuvor geblieben und würden wir heute noch leben wie vor 600.000, ja sogar wie vor 1500 Jahren. Diese Errungenschaften, von denen James Atkin Wiley hier spricht, ob das jetzt alles biblische Errungenschaften sind oder teilweise auch nicht so positive Errungenschaften, würde es nicht gegeben haben, hätten wir nicht die Reformation gehabt. Hätte der Protestantismus uns nicht von dem Joch Roms damals befreit, dann wäre das freie Denken weiterhin unterdrückt geblieben, genauso wie es in den 1500 Jahren davor der Fall war. Und das ist der Punkt, den ich mit diesem Kommentar kurz machen wollte, und das ist auch der Punkt, den James Atkin Wiley hier macht. Ja? Wir haben der Reformation, wir haben dem Protestantismus diese Dinge zu verdanken. Dadurch kam das Licht in die Welt. Jesus Christus kam in die Welt. Und durch das Licht, das Jesus Christus ist, kam eben auch Wissen, kam Wissenschaft. Und zwar teilweise biblisch begründete, teilweise aber auch die Wissenschaft, mit der wir heute zu kämpfen haben, die die Bibel nennt, die Science so-called, wie es im Englischen heißt, die ich Pseudowissenschaft nenne. Nicht Bibeln und die Produkte neuester Wissenschaft, Kunst und Industrie würden Englands Schiffe befördern, sondern höchstens päpstliche Bullen, Rosenkränze, Indulgenzen, also Ablässe, und gelegentliche Exkommunikationen und Interdikte. Unser irdischer Reichtum würde sich zwar verringert, aber unser geistlicher Trost ins Ungeheure vermehrt haben. Das ist natürlich sarkastisch gemeint, wie aus dem Text hervorgeht, ne? Weil der geistliche Trost, der sich ins Ungeheure vermehrt, ist ja nicht der geistliche Trost, den wir in Jesus Christus finden, sondern den wir im Papsttum finden sollen. Wie voll wären unsere Museen, wie heilig unsere Kirchen und Häuser, wie geschützt unsere Personen. An Knochen und Schädeln, an Bartlocken und Haarlocken von Heiligen, die vor mehr als 1000 Jahren gelebt haben, an Resten der Heiligen ebenfalls, die niemals gelebt haben und niemals leben werden, deren Reliquien aber darum nicht weniger Kraft haben, würden wir welch einen Überfluss besitzen. Viele hundert Knochen von Beliams Esel, ganze Wälder von Aschen, von Archensplittern und unzählige Nägel vom Kreuze Christi wären schon unser. Raum würde fehlen um all diese heiligen Dinge. Und wir hätten vollen Frieden mit Rom. Wir hätten freilich nicht unsere Wissenschaft. Wir hätten freilich nicht Albions Handel. Albion, das ist jetzt auch, war für mich auch ein neuer Ausdruck. Ich weiß nicht, inwieweit ihr den kennt, deswegen lese ich mal eben die Erklärung vor, die wir aus Wikipedia dazu finden. Albion ist ein antiker Name für Großbritannien, obwohl der Begriff meist auf England bezogen wird. Der Begriff wird auch neuzeitlich vor allem dichterisch für England benutzt. Der Name ist möglicherweise keltischen Ursprungs, wobei die Römer ihn von den Kreidefelsen von Dover ausgehend mit lateinisch albus, also weiß, verbanden und A. Holder ihn schlicht mit Weißland übersetzte. Ein entsprechendes keltisches Wort für Weiß ist allerdings nicht bekannt, was diese Ableitung problematisch erscheinen lässt. Eine weitere Möglichkeit wäre die erschlossene keltische Wurzel Albio, also Welt und Land. Auf eine dieser Versionen gehen wohl auch die Alpen, Albaner und Alba, das schottisch-gallische Wort für Schottland auf irisch Albane, zurück. Also der Albions Handel spricht von dem Handel, den England im Mittelalter getrieben hat. Und wir wissen ja, dass zu der Zeit, wo James Atkin Wiley dieses Buch hier schreibt, das heißt Mitte des 19. Jahrhunderts und auch das Jahrhundert davor, England die größte Handelsmacht weltweit war mit einer Riesenflotte Schiffen. Und das ist eben das, worauf es sich hier bezieht. Also, wir hätten nicht unsere Wissenschaft, wir hätten nicht Albions Handel, der die Erde umgürtelt. Wir hätten keine Tunnel, keine Brücken über Ströme und Meeresarme, keine Leuchttürme auf den Felsen des Ozeans, nichts von alledem, wären aber überreichlich entschädigt durch den geistlichen Reichtum, mit dem Rom je und je die Nationen der Erde beschenkt und beglückt hat.
Und an diesem Ende des Satzes sehen wir ganz deutlich, dass der Autor hier also Sarkasmus sprechen lässt, weil der geistliche Reichtum, den Rom gibt, hat noch niemals jemandem positiv in irgendeiner Art und Weise auf dieser Welt geholfen. Im Gegenteil, der geistliche Reichtum von Rom führt in die Verdammnis. Die jahrhundertewährende Praxis der römischen Kirche für die Förderung der Gelehrsamkeit und Wissenschaft unter dem Volke nichts zu tun, wurde seit dem 16. Jahrhundert wenigstens zum Schein geändert. Die Jesuiten, die sich darüber nicht täuschten, dass der menschliche Geist in und mit der Reformation seinem Kerker entsprungen sei, suchten eine Stellung im Vordertreffen der geistigen Bewegung, um von da aus die Nation zu verraten. Nun, vielleicht muss ich diesen Satz ein klein wenig erklären. Die Jesuiten, die sich darüber nicht täuschten, dass der menschliche Geist in und mit der Reformation seinem Kerker entsprungen sei. Das heißt, wie ich bereits vor einigen Minuten angeholt hatte, mit der Reformation, mit dem Protestantismus kam das Licht in die Welt. Der Protestantismus hat dafür gesorgt, dass die Völker in Europa das Wort Gottes in ihrer eigenen vertrauten Sprache lesen konnten. Dadurch, dass die Leute das Wort Gottes, die Bibel, lesen konnten, haben sie verstanden, dass der Christus ist und der Papst der Antichristus ist. Das sind erstmal die ganz wichtigen Dinge, die daraus hervorkommen, wenn man die Bibel liest in seiner eigenen Sprache. Nun, das normale Landvolk konnte aber nicht lesen. Die wurden jahrhundertelang immer dumm gehalten. Es gab keine Schulen, es gab keine Schulpflicht. Das Einzige, was es gab, waren Schulen, in denen Privilegierte studieren konnten. Das waren Adlige, das waren Großgrundbesitzer und so weiter und so weiter. Das war die herrschende Klasse. Die hatten Zugang zu Schulen und Universitäten, die es natürlich nicht so reichlich wie heute, aber trotzdem gab. Die haben gelernt, die haben vor allen Dingen eben auch, sind oftmals dem Klerus beigetreten und auch der Klerus konnte lesen. Ja? Also die Priester, die Bischöfe natürlich, Kardinäle und so weiter und so weiter, die konnten alle lesen, aber das normale gemeine Volk konnte nicht. Das wurde dumm und unwissend gehalten vom Papsttum all die Jahre. Deswegen war es ja auch so leicht zu herrschen. Nun kam aber der sogenannte Reformatismus, also Reformismus, den ich eigentlich mehr den Protestantismus nennen möchte, weil die römische Kirche ist nicht zu reformieren. Also warum soll ich dann von einer Reformation sprechen? Ich spreche lieber von einem großen Exodus, von einem großen Auszug aus der römischen Kirche in den Protestantismus, dass der Papst als Antichrist protestiert wurde und Jesus Christus als Christus gefeiert wurde. Ja? Damals wie heute, bei denjenigen, die die Bibel verstehen und die das Wort Gottes mit der Leitung des Heiligen Geistes lesen können. Der Punkt ist also, es gab keine Schulen, die Leute waren dumm und konnten nicht lesen. Wie konnten sie dann die Bibel lesen? Ja, man musste ihnen das beibringen. Das heißt, der Protestantismus hat dafür gesorgt, dass auf einmal Schulen errichtet wurden und dass die Kinder und die Menschen überhaupt in die Schulen gingen und dass sie lehren, dass sie lernen konnten. Davor gab es das nicht. Und das haben dann die Jesuiten sich zu eigen gemacht und haben am Ende des 16. Jahrhunderts ihr eigenes Ratio Studiorum herausgebracht, haben dann diese Schulen, die der Protestantismus aufgerichtet hat, infiltriert und übernommen und dahin gebracht, wo wir heute sind. Dass wir zwar ein Schulsystem haben, das die Kirche nicht will, aber wenn sie nicht will, dass es da ist und sie kann es nicht abschaffen, dann kann sie es zumindest kontrollieren. Und genau das ist seit dem Ende des 16. Jahrhunderts der Fall. Nicht, dass die Jesuiten seit dem Ende des 16. Jahrhunderts alle Schulen kontrollieren, das sage ich nicht. Aber dass sie damit angefangen haben, die Schulen zu kontrollieren. Und das fing vor allen Dingen immer damit an, dass sie die höchsten Schulen von oben herab kontrolliert haben.
Das heißt, dass sie direkt an die allerhöchsten Stellen reingekommen sind. Und das geht natürlich ganz leicht, wenn man die Tür der Religion hat, die man aufwerfen kann, wenn man die Leute durch die Religion kontrolliert, wenn man die Leute dadurch kontrolliert und dann halt als Beichtvater da zum Beispiel eintritt und dann eben die Leute kontrollieren kann. Genauso haben die Jesuiten das gemacht und wir haben das in anderen Lesungen sehr intensiv besprochen, unter anderem in der Buchlesung von Karl Theodor Griesinger über die Geschichte der Jesuiten, was ja jetzt auch auf diesem rein deutschen Kanal hochgeladen wird. Sollte man sich anschauen, wenn man damals das Originale, den Original-Upload verpasst hat. Und wir haben da auch drüber gesprochen, in abgeschwächter Form, in Büchern wie Herrscher des Bösen zum Beispiel. Ja? Und jetzt sprechen wir in diesem Buch dann nochmal von. Also, wir müssen verstehen, dass das dunkle Mittelalter eben auch deswegen dunkel war, weil die Masse der Menschen dumm gehalten wurde, weil sie nicht in irgendwelche Schulen gehen konnten, weil sie sich nicht informieren konnten, weil sie nicht lernen konnten. Sie konnten nicht lesen, sie konnten nicht schreiben, sie konnten nicht rechnen. Sie wussten, wie sie ihren Pflug zu bearbeiten hatten und sonst gar nichts. Und über den Pflug, ja, da kommen wir auch gleich noch hin, wenn wir das heute in der Lesung schaffen, meine ich, ja, hier in diesem nächsten Kommentar gehen wir da nochmal etwas näher drauf rein. Also, die Jesuiten, die sich nicht darüber täuschten, dass der menschliche Geist in und mit der Reformation seinem Kerker entsprungen sei, durch die Reformation haben die Menschen jetzt auf einmal auch diesen Hunger und die Möglichkeit nach Wissen, da suchten sie im Vordertreffen der geistigen Bewegung von da aus die Nationen zu verraten. Deshalb machten sie nicht etwa Anstrengungen durch Pflege wissenschaftlichen Lebens in den von der Reformation fast unberührten Gegenden, als zum Beispiel Spanien und Italien, die alte Macht zu zerstreuen. Warum sollten sie auch diese Völker in ihrer unbefangenen Ruhe stören und eines Haupthebels der Frömmigkeit berauben? Aber in anderen Gegenden verfolgten sie mit der Errichtung von Schulen den Fußstapfen der Protestanten. Also, A, haben sie eigene Schulen errichtet, haben diese Schulen nach außen hin scheinen lassen als die besten Ausbildungsorte. Deswegen haben heute noch die Leute den Eindruck, wenn ich mein Kind gut ausbilden lassen will, dann muss ich es auf eine katholische Schule schicken, dann muss ich es sicher zu den Jesuiten schicken. Die Jesuiten genießen weltweit einen unglaublich guten Ruf als exzellente Ausbilder. Das Problem ist, dass sie nicht im Lichte der Bibel ausbilden, sondern dass sie im Lichte des Satanismus, des Katholizismus ausbilden. Das ist das Problem. Das sagt man den Eltern dann nicht bei. Und wenn man das den Eltern beisagt, dann verstehen die meisten das sowieso nicht, weil sie die Bibel nicht lesen und verstehen. Ja, aber ich will doch, dass mein Sohn und meine Tochter später einen guten Job hat, dass die gut Geld verdienen. Ja genau, das ist die erste Sorge. Sie wollen nicht, dass sie lernen, dass sie wirklich Verstand haben. Sie wollen, dass sie in dieser Welt gut funktionieren können und dann ein möglichst unbeschwertes Leben führen können. Und genau das haben die Jesuiten sich zunächst zunutze gemacht. Sie haben nach Vorbild der Protestanten selber eigene Schulen errichtet, eigene Universitäten errichtet und sie haben die anderen, die der Protestanten, unterwandert. Und heutzutage sind wir so weit, dass in jeder Schule weltweit, wenn man irgendwo hingeht, öffentliche Schule, katholische Schule oder zwischen Anführungszeichen protestantische Schulen, wenn es das überhaupt noch gibt, meines Wissens gibt es außerhalb der Sieben-Tags-Adventisten keine religiösen Schulen außerhalb der katholischen Schulen auf dieser Welt, aber kann mich ja jeder verbessern in meiner Meinung. Das meiste sind dann halt sowieso staatliche Schulen und die staatlichen Schulen sind ja von römischen Katholiken komplett kontrolliert. Heutzutage gibt es keinen anderen Bildungsweg mehr als den katholischen. Damals gab es noch die protestantischen Schulen, die die ersten waren. Die Protestanten haben damit begonnen, weil die römische Kirche wollte keine Schulen, die wollten die Leute dumm und unwissend und ignorant halten. Dafür braucht man keine Schulen. Wenn es dann aber schon die Schulen gab, dann haben sie ihre eigenen Schulen errichtet und dafür gesorgt, dass sie einen sehr guten Leumund hatten, einen sehr guten Ruf hatten, vor allen Dingen eben bei der führenden Klasse, weil die Jesuiten haben sich nicht darum bekümmert, den einfachen Dorfjungen auszubilden, der hat sie nicht interessiert. Es waren die Adligen, die sie interessiert haben, es waren die Reichen, die es damals gab, die es ja immer gab,
also die höheren Klassen, die wollten sie ausbilden, genau wie die römisch-katholische Kirche das vorher bereits gemacht hat. Die wollten sie ausbilden und die anderen haben sie dann auch selektiv zugelassen, weil es gab ja auch ganz neue Klassen, die sich gebildet haben. Man muss das ja in dem Zusammenhang verstehen, dass in diesem dunklen Zeitalter gab es zwei Klassen auf dieser Welt. Es gab die Armen und es gab die Reichen. Es gab keine Mittelklasse. Aber dadurch, dass wir unsere Gewissen frei machen konnten, dadurch, dass Jesus in unsere Welt eingetreten ist, dass das Wort Gottes in unsere Welt eingetreten ist, dass teilweise die Regierungen eben nicht mehr dem Papst hörig waren, sondern dass Könige, die dem Papst hörig waren, abgesetzt wurden, dass man Regierungen eingeführt hat von dem Volk, für das Volk, durch das Volk, für das Volk, wie es in Amerika zum Beispiel heißt, dass man Republiken errichtet hat, dass man dafür gesorgt hat, dass man zwischen Anführungszeichen Demokratien hat, dass das Volk mitregiert hat. Dadurch hat man eine ganz andere Klasse geschaffen. Auf einmal gab es einen Mittelstand. Leute, die mit ihrem Handwerk etwas erreicht haben, die gut in ihrem Handwerk waren, die haben auch tatsächlich damals nicht nur Geld damit verdient, sondern sind zu gewissem Wohlstand gekommen. Damit spreche ich vor allen Dingen von Handwerkern. Also Schmiede, Bäcker, Schuhmacher, aber auch Kaffeebesitzer, ich nenne mal auf, was es damals nicht alles gab. Die ganzen Berufe, das, was wir heute die Mittelschicht nennen, das hat es davor nicht gegeben. Diese Mittelschicht war jetzt freier. Sie war nicht mehr durch das Joch des Papsttums so gebunden. Und die haben dann auch probiert, natürlich das Geld zu stecken in die Ausbildung ihrer Kinder. Und da kommen dann die Jesuiten und sagen von, ja, aber du musst die nicht in die Schulen schicken, du musst die in unsere Schulen schicken, weil das sind die Besten. Und die Leute sind denen da auf den Leim gegangen und deswegen haben die Jesuiten so ein ausgebreitetes Schulsystem, wie sie es eben heute haben. Es gab davor nur zwei Klassen, jetzt gab es auf einmal drei Klassen und heute leben wir in einer Welt, wo diese Mittelklasse wieder rigoros abgeschafft wird. Das ist ja, glaube ich, inzwischen auch dem Blindesten deutlich geworden, dass man sieht, wie man durch die Wirtschaft weltweit so runterzufahren und die Menschen in ihren Häusern einzuschließen, dafür sorgen kann, dass genau diese Mittelklasse, die die Welt, in der wir leben, zu dem gemacht hat, dem sie ist, wirtschaftlich zumindest, mit der bestimmten Freiheit damit bei, dass man die aus der Welt schafft. Das ist von Anfang an das Ziel des Papsttums geworden. Und das wird hier eben mit besprochen. Ja? Ein ganz, ganz wichtiger Satz hier von James Edgar Wiley, wo ich auch gleich noch in einen kleinen Kommentar mit reingehe. Aber lesen wir den Satz nochmal. Ja, ich hätte auch noch eine Sache. Ja, bitte. Dazu. Ja, ich würde es auf den Aberglauben addieren. Also der Aberglauben hat ja die Leute dumm gehalten, also die Kirche hat die Leute dumm gehalten, damit sie dem Aberglauben anhängen und die Kirche somit eigentlich die Macht über diese Leute haben und ihnen das Geld aus der Tasche ziehen und eigentlich durch die Freiheit, wie sie hatten oder lang durch den wahren Glauben, fielen sie dem Aberglauben ab. Und heute haben wir die gleiche Situation. Die Leute sind wieder gleich dumm und fallen dem Aberglauben, sprich jetzt dem Coronavirus jetzt mal namentlich mal anführen, fallen sie dem auf dem Leim und verlieren eigentlich somit ihren Wohlstand wieder. Und sie haben noch die Technik, die sind dann auch technikgläubig und verlassen sich da auf die Technik, nutzen die übermäßig und bauen dann die eigene Intelligenz dadurch vielleicht auch mal ab. Und ja, das führt dann dazu, dass wir wieder die alten Zustände wiederbekommen. Und deswegen sind ja auch die Telefone intelligent und nicht die Menschen, die sie benutzen. Ne? Smartphones, ja. Ne? Smartphones for dumb people, würde ich mal so sagen. Ne? Mhm. Ja, schon ganz richtig, ja. Der Aberglaube hält wieder Einzug. Im Grunde geht dieser ganze Buch ja über diesen Aberglauben, mit dem das Papsttum es geschafft hat, die Welt über die Jahrhunderte hin zu regieren. Die Leute in den Aberglauben reinzuziehen. Aberglauben ist der Gegenglaube. Ne? Ist der Glaube, aber ist immer gegen an. Ne? Ist gegen den wahren Glauben. Der wahre Glaube ist die Bibel, der Aberglaube ist der Glaube gegen die Bibel. Auch wenn er sich offiziell als bibelgläubig verkauft, was Rom ja tut, ist es aber absolut dagegen. Gut. Genau. Danke für eure Beiträge.
Dann lesen wir den Satz eben nochmal und gehen wir dann in die Fußnote von mir damit rein. Deshalb machten sie nicht etwa Anstrengungen durch Pflege wissenschaftlichen Lebens in den von der Reformation fast unberührten Gegenden, wie zum Beispiel Spanien und Italien, die alte Macht zu zerstreuen, ne? Never change a winning team, ne? Was all die ganzen Jahre funktioniert hat und die Leute da immer noch so einfach sind, so simpel sind, dann lass sie so. Warum sollten sie eben auch diese Völker in ihrer unbefangenen Ruhe stören? Ne? Wenn die nicht wach werden, dann werden wir sie sicher nicht wach machen. Und eines Haupthebels der Frömmigkeit berauben. Das tun wir nicht. Aber in anderen Gegenden folgten sie mit der Errichtung von Schulen den Fußstapfen der Protestanten. Und wie gesagt, die Protestanten haben die Schulen gegründet, die Jesuiten haben ihre eigenen Schulen gegründet und haben dann später die protestantischen Schulen übernommen. Jetzt aber in eine interessante Fußnote rein. Und zwar, ich möchte da mal kurz ein Bild eben beimachen, muss ich mir mal eben raussuchen. Habe ich nicht dran gedacht, dass ich hier ein Bild von Herrn Tyndale vielleicht mal gerne mit reinnehmen möchte. Und zwar haben wir das hier. Der Tyndale war ja auch einer, der die Bibel zuallererst schon mal übersetzt hat. Und der Spruch, der hier steht, den müsst ihr jetzt gar nicht versuchen, in Englisch zu entziffern, wenn ihr das nicht könnt. Den habe ich nämlich hier in diesem Kommentar übersetzt, neben noch etwas anderem. Da werden wir gleich drüber sprechen. William Tyndale hat gelebt zwischen 1494 und 1536. Er wurde 1536 auf einem Scheiterhaufen in Vilvoorde, das ist bei Brüssel, so 25 Kilometer von wo ich hier in Belgien lebe, verbrannt. Er wurde verraten von einem Freund. Ein sehr interessanter Mensch, eine sehr interessante Geschichte seines Lebens. Wer den nicht kennt, kann ich nur anraten, sich damit zu beschäftigen. Und er hat natürlich, wie viele Reformatoren, wie viele Protestanten, sehr interessante Aussagen getroffen. Und deswegen konnte ich nicht anders, als ich diesen Satz hier von James Edwin Wiley gelesen hatte, ja, in Richtung der Schulen in den Fußstapfen der Protestanten, als daran zu denken, was William Tyndale gesagt hat. Und deswegen habe ich mir mal seine Zitate rausgesucht, oder besser gesagt zwei habe ich mir rausgesucht. Wir erinnern uns hier zum Beispiel der Aussage Tyndales, Zitat: Wenn Gott mein Leben noch viele Jahre verschont, werde ich einen Jungen, der einen Pflug fährt, dazu bringen, mehr über die heiligen Schriften zu wissen als sie. So sagte er zu einem Bischof der anglikanischen, damals noch unreformierten, ja, noch dem Papst, nicht König Heinrich dem VIII. Unterstehenden anglikanischen Kirche. Das ist die Aussage, die hier im Bild steht. Mit anderen Worten, es war die Aufgabe von Reformatoren oder Protestanten wie William Tyndale dafür zu sorgen, dass der Junge, der den Pflug zieht, also der auf dem Land arbeitet, nicht nur lesen kann, sondern in der Bibel so gebildet ist, dass er sogar mit einem Bischof darüber diskutieren kann. Nicht nur darüber diskutieren kann, sogar noch besser weiß, als der Bischof, was in der Bibel steht. Weil wir wissen ja, dass um Bischof zu werden, muss man ja nicht die Bibel kennen. Da muss man ja nur jesuitische Seminare gefolgt haben. Nun, das war in der Zeit von William Tyndale noch nicht so, weil da gab es noch keine jesuitischen Seminare, da gab es noch keine Jesuiten. Aber selbst damals hat die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche die Bibel nicht besonders gut gekannt, weil die römisch-katholische Kirche hat immer die Bibel verdammt. Es war immer die Lehre der römisch-katholischen Kirche, die wichtiger war. Ich sage jetzt mit Absicht nicht der Katechismus, weil der Katechismus kam erst in den 30er Jahren, meine ich, des 16. Jahrhunderts. Oder in den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts. Es gab nämlich erst den Katechismus von Luther und die römisch-katholische Kirche hat neidvoll auf diesen Katechismus geschaut und gesagt, wir müssen unseren eigenen machen und haben einen eigenen gemacht. Und es gab erst den Katechismus von Luther, also das, sag mal mehr oder weniger, Glaubensbekenntnis der Lutheraner, bevor es ein Glaubensbekenntnis oder eine Lehre der römisch-katholischen Kirche in so einer Zusammenfassung gab. Und William Tyndale war in der Hinsicht eine sehr interessante Person mit einem sehr interessanten Leben und war halt der Überzeugung, wie alle Protestanten der Überzeugung waren, die einfachen Menschen müssen die Bibel gut kennen und er wollte bitte, wenn Gott ihm das Leben schenkt, dafür sorgen, dass er viele Bauern, Jungen, um es jetzt mal ganz simpel zu sagen, so gut in der Bibel erziehen kann, dass die sogar mit Bischöfen dann nicht nur darüber diskutieren können, sondern die sogar an die Wand reden können, biblisch gesehen. Das will das Zitat von William Tyndale hier sagen.
Bildung des Volkes war eine Hauptaufgabe der Protestanten. Die römisch-katholische Kirche bildete nur Adlige und Ausgesuchte aus, wie ich bereits angeführt hatte. Hier ein weiteres sehr interessantes Zitat von Tyndale zu dem Thema. Zitat: Das Predigen von Gottes Wort ist hasserfüllt und widerspricht ihnen, also der römisch-katholischen Kirche, das habe ich eingefügt. Ja? Das Predigen von Gottes Wort widerspricht der römisch-katholischen Kirche. Warum? Und jetzt kommt ein Satz, den ihr euch alle hinter die Ohren schreiben müsst. Es ist unmöglich, Christus zu predigen, außer du predigst gegen den Antichristen. Das heißt, diejenigen, die mit ihrer falschen Lehre und Gewalt des Schwertes die wahre Lehre Christi löschen. Ich habe den Satz mit Absicht in Fett geschrieben. Ich hätte ihn vielleicht in den Buchstaben schreiben müssen, jeder so groß wie dieser Bildschirm, dass es wirklich gut einsinkt. Es ist unmöglich, Christus zu predigen, außer du predigst gegen den Antichristen. Warum ist das so wichtig? In der Zeit, in der wir heute leben, meine lieben Brüder und Schwestern, habt ihr wahrscheinlich alle zusammen viel mehr Erfahrung, um in der Kirche gewesen zu sein, als ich. Weil ich habe, außer in der Zeit, wo ich rund 14 Jahre alt war, niemals Kirchen besucht und schon gar nicht zu irgendwelchen Messen oder Predigten oder was auch immer. Nur damals, weil ich mich konfirmieren lassen wollte und dazu verpflichtet war, so und so oft in die Kirche zu gehen. Sonst bin ich nie in der Kirche gewesen. Ich denke, dass hier einige Leute sitzen mit einem viel größeren Kirchenhintergrund als ich. Nun, in den Kirchen wird Jesus gepredigt. Das will ich gar nicht mehr abstreiten. Aber da wird nur das sogenannte Liebesevangelium von Jesus Christus gepredigt. Da wird niemals gepredigt vom Antichristen. Da wird niemals gepredigt davon, wie Jesus gewarnt hat vor den Wölfen im Schafspelz. Und dass er, oder da wird in den Kirchen nicht erklärt, wer die Wölfe im Schafspelz sind, logischerweise, weil das sind sie ja selber. Wir wissen ja aus dem 1. Korintherbrief, glaube ich, Kapitel 11, wo drin steht, dass es kein Wunder ist, weil der Satan ja verkleidet ist in einen Engel des Lichts und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Diener verkleidet sind in Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. So steht es ungefähr in der Bibel geschrieben. Der Punkt ist also, natürlich lehren die nicht vom Antichristen, weil sie selber für den Antichristen arbeiten. Sie lehren auch nicht den Christus der Bibel, sie lehren einen Christus, den sie als Ideal dahinstellen, der halt nur dem Bibel ihrer, dem Jesus ihrer Vorstellung entspricht. Das heißt, sie predigen einen Christus, ohne den Antichristen zu predigen. Und das ist nicht möglich. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich Christus predige und ich spreche nicht vom Antichristen, dann erzähle ich den Leuten nur die Hälfte der Wahrheit. Und die Hälfte der Wahrheit ist eine Lüge. Ich sage jetzt nicht, dass das Liebesevangelium von Jesus Christus Lüge ist, aber ich sage, wenn ich nur das lehre, dann kann ich nicht das volle Verständnis von Jesus Christus haben, weil Jesus Christus hat auch noch andere Dinge gelehrt. Und ich will den ganzen Christus kennen. Ich will alles wissen, was Jesus Christus gelehrt hat. Es ist unmöglich, Christus zu predigen, außer du predigst gegen den Antichristen. Und jetzt denkt mal zurück in der Zeit, als ihr noch in die Kirche gegangen seid, weil ich schätze mal, dass die meisten, die hier heute sitzen, nicht mehr in die Kirche gehen. Wie oft haben sie euch in der Kirche vom Antichristen erzählt? Und dann von dem biblischen, historischen und prophetischen Antichristen, nicht von dem futuristischen Antichristen der Endzeit, von der Left-Behind-Geschichte, von dem Jesuiten Ribera und Alcazar, also entweder dem futuristischen oder dem präteristischen Antichristen, sondern von dem wahren, dem biblischen und prophetischen Antichristen, vom Papsttum. Da werden sie euch in der Kirche wahrscheinlich nicht viel von erzählt haben. Das heißt, sie haben euch nur eine Hälfte von Christus sehen lassen und nicht die andere. Und das geht nicht. Jetzt könnt ihr sagen, ja Jörg, aber du erzählst ja nur von dem Antichristen, du erzählst ja immer nur von den schlechten Dingen, du erzählst ja nie von den guten Dingen von Jesus Christus. Doch, das tue ich schon. Dafür mache ich Bibelstudien und andere Dinge und da erzähle ich davon. Aber mein Ministerium hat sich darauf eingeschossen, möchte ich jetzt mal so sagen, den Leuten die Dinge über Jesus Christus zu erzählen, die sie woanders eben nicht erzählt bekommen. Wenn ihr das andere woanders bereits erzählt bekommt, ist das ja prima.
dann muss ich das ja nicht auch noch wiederholen, sondern dann probiere ich das zu lernen, was ihr eben irgendwo anders nicht hört und werde euch die andere Medaille von Jesus Christus Lehre zeigen. Da, wo Jesus Christus davor gewarnt hat, dass wir uns nicht von Menschen betrügen lassen sollen, dass wir nicht glauben sollen, wenn sie sagen, hier ist Christus oder da ist Christus, also zum Beispiel der Eucharistie, dass wir nicht dem Opfer der Messe folgen sollen und solche Dinge alles. Da konzentriere ich mein Ministerium drauf, weil mir das wichtig ist. Das heißt nicht, dass ich die anderen Sachen von Christus überhaupt nicht lehre. Das tue ich schon, aber nicht in diesen Videos. Alles zu seiner Zeit. Und hier ist dafür nicht der Platz. Natürlich akzeptiere ich, dass Jesus Christus der Friedensfürst ist. Sonst würde ich ja Jesus Christus überhaupt nicht als den erkennen, der er ist. Aber wenn ich Jesus Christus lehre, dann muss ich eben davon ausgehen, dass da zwei Dinge sind, die er gelehrt hat. Er hat gelehrt, liebe Gott den Vater mit all deinem Herzen, all deiner Macht, deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Herzen. Und das zweite Gebot von Jesus Christus ist, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Nun, wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selber, dann heißt das doch auch, dass ich meinen Nächsten vor Fallen, die in diesem Leben für ihn aufgebaut sind, warnen muss, oder nicht? Ist es nur Liebe, meinen Nächsten einzuladen, ihn mit mir Kaffee trinken zu lassen, mit ihm das Brot zu brechen und mit ihm über das wunderbare Königreich Gottes zu sprechen, das uns erwartet, wenn wir im ewigen Leben sind? Aber dieses ewige Leben können wir doch nur erreichen, wenn wir auf dem schmalen Pfad der Wahrheit wandeln. Der schmale Pfad der Wahrheit ist aber genau das Gegenteil von dem breiten Pfad in dieser Welt. Also konzentriere ich mein Ministerium darauf, um den Leuten zu zeigen, schau, der schmale Pfad ist dies und der breite Pfad ist das, was jeder hier in dieser Welt normalerweise bewandelt. Ich mache ihn auf die Gefahren aufmerksam. Aber ich mache doch nur jemanden aufmerksam auf Dinge, die schlecht für ihn sind, wenn ich ihn gerne habe oder nicht, wenn ich ihn liebe oder wenn ich ihn gerne habe. Sonst wäre er mir ja egal. Da würde ich ja sagen, von, okay, du dann deinen Weg, mir doch wurscht. Ich habe den richtigen Weg gefunden. Daumen hoch für mich und Daumen runter für dich. Nee. Ich glaube, dass das ganze Ministerium von Stunde der Wahrheit über die Exposition der futuristischen Lüge, der Wahrheit der 70. Jahrwoche Daniels, Erfüllung von Jesus Christus vor 2000 Jahren, das Aufdecken der jesuitischen Lehren, der jesuitischen Ungerechtigkeiten, der Morde, der Politik dieser ganzen Welt oder sowas, dass das alles genau das ist, was Jesus Christus meint, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Ich will vor all diesen Gefahren gerne gewarnt werden, um nicht in diese Fallen zu laufen. Und ich liebe meinen Nächsten genauso wie mich selber und warne ihn deswegen auch davor. Genau wie ich damals in dem Buch von Michael Desemlian, Alle Wege führen nach Rom, gesagt habe, wir sind Wachmänner auf der Zinne, und rufen aus, Warschau, Gefahr, guck, da kommt der Feind. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Die da ist, wie wir lesen in Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 18. Den Geist der Wahrheit, das Evangelium des Friedens und so weiter und so weiter. Natürlich, die Dinge gehören zusammen. Und wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selber, dann warne ich ihn vor Gefahren, die ihn töten können. Ich warne ihn vor dem Tod. Ich warne ihn sicher vor dem ewigen Tod. Und Tyndale sagt hier ganz klar, es ist unmöglich, Christus zu predigen, außer du predigst gegen den Antichristen. Und ich sehe sehr wenig Prediger in dieser Welt, die gegen den Antichristen predigen. Und deswegen habe ich mir das auf die Fahnen geschrieben. Und schlussendlich habe ich dann noch einen kleinen Satz hinzugefügt und geschrieben, und Christi predigen kann man nur, wenn man die Heilige Schrift lesen kann. Damals war für die Reformatoren, für die Protestanten wichtig, Schulen zu errichten, um den Leuten das Lesen beizubringen, dass sie die Bibel lesen können. Und wenn sie die Bibel lesen können, dann können sie lesen, was Jesus Christus gepredigt hat an Liebe. Sie haben aber auch lesen können, was Jesus Christus und Paulus durch den Heiligen Geist geleitet gepredigt hat gegen den Antichristen. Was Daniel
gesagt hat über den Antichristen, was Johannes gesagt hat über den Antichristen im Buch der Offenbarung. Das kann man aber alles nur wissen, wenn man lesen kann. Deswegen war es für sie wichtig, dass die Menschen lesen konnten und dass dafür Schulen errichtet wurden. Aber in anderen Gegenden sorgten sie mit der Errichtung von Schulen, folgten sie mit der Errichtung von Schulen den Fußstapfen der Protestanten, die die Schulen errichtet haben, im Geiste von was William Tyndale gesagt hat: Wenn Gott mir mein Leben für viele Jahre noch verschont, dann werde ich einen Jungen oder ein Pflugpferd dazu bringen, mehr über die Heiligen Schriften zu wissen als die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. In den deutschen Ländern des Hauses Habsburg, zum Beispiel als Österreich, Böhmen, Schlesien, sind es die Jesuitenschulen vornehmlich gewesen, welche nächst den Mitteln roher Gewalt die ganze oder teilweise Zurückführung dieser Gegenden unter das päpstliche Joch bewirkt haben. Denselben und größeren Erfolg haben sie in Polen aufzuweisen. Mit großem Geschick wussten sie dort, die Schulen in Blüte zu bringen, also Flor, dessen glänzende, aber oberflächlichen Resultate den Adel jenes an sich so sehr an Schein und an der Oberfläche haftenden Volkes blendeten. Nur der Hass gegen das Evangelium, der dort eingepflanzt wurde, war nicht oberflächlich. Die Geschichte weist es nach, dass mit dem Einzuge der Jesuiten Polens Literatur, die durch die Reformation einen hohen Aufschwung genommen, zu sinken begann. Irland haben die Römer immer als eine Burg der Unwissenheit zu bewahren gewusst, und mit Ausnahme des Maynooth College dort nicht eher eine Schule errichtet, als bis die Protestanten damit begannen. Der Anlauf aber, den sie nun genommen, ist von der Art, dass ihr Geschrei nach Erziehungsfreiheit, richtiger ein Geschrei um die Freiheit nicht zu erziehen, genannt werden sollte. Wir gehen hier in eine kurze Fußnote, wo der Autor sagt, die Erfolge der St. Patrick's Schule in Edinburgh sind offenkundig so ungenügend, als es nur irgend denkbar ist. In 4 Jahren lernen die Kinder kaum lesen. St. Patrick's Schule. Wieder einmal, wo die römischen Katholiken sich den Namen eines wahren Protestanten angeeignet haben, ihn umgedreht haben, eine katholische Schule von gemacht haben und dann dafür sorgen, dass Kinder da 4 Jahre hingehen und noch nicht mal richtig lesen können. So gut ist die Ausbildung dort. Das will der Autor uns hiermit sagen. Der Anlauf aber, den sie nun genommen, ist von der Art, dass ihr Geschrei nach Erziehungsfreiheit, richtiger ein Geschrei um die Freiheit, nicht zu erziehen genannt werden sollte. Und das ist genau dasselbe mit dem Schrei nach Religionsfreiheit. Versteht ihr, was das heißt? Der Anlauf aber, den sie nun genommen haben, ist von der Art, dass ihr Geschrei nach Religionsfreiheit, richtiger ein Geschrei um die Freiheit, keine Religionsfreiheit zu geben, genannt werden sollte. Religionsfreiheit besteht in römisch-katholischen Gegenden nur, solange wie die römisch-katholische Kirche eine untergeordnete, eine minore Rolle spielt, also eine kleine Rolle spielt. Sobald die römisch-katholische Kirche die Oberhand hat, gibt es keine religiöse Freiheit mehr. Und das ist das, was wir im Augenblick im Jahre 2020 auf dieser Erde erfahren. Die römisch-katholische Kirche macht den Sack zu. Man blicke, wohin man will, so wird man das Papsttum als Nährame der Unwissenheit erkennen. Sein Höhepunkt ist die Mitternacht der Welt. Die Abgötterei führte sich in die Welt ein mit dem Versprechen der Wissenschaft. Denn die Schlange sagte: Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Aber die Schlange log. Denn sie war eben die Schlange, der alte Drache, der Teufel, der Satan. Und damit möchte ich meine Lesung für heute beenden.